Das ist schon ein ziemlich unschöner Cocktail, den die Aktienmärkte derzeit zu verarbeiten haben. Erstens, der Ölpreis steigt auf den höchsten Stand des Jahres 2023, bedeutet faktisch, die Inflation dürfte weiter steigen, bedeutet dann wiederum, die Fed kann die Zinsen nicht senken, sondern muss sie vielleicht sogar wegen der wieder ansteigenden Inflation weiter anheben. Dann sehen wir zweitens den Dollar sehr, sehr stark. Das hat zwei Dimensionen. Erstens, die Welt ist in Dollar verschuldet. Die Schulden werden also mit dem starken Dollar immer teurer, einerseits. Und andererseits werden die Importe für Länder, die auf Rohstoffimporte angewiesen sind, immer teurer, denn die Rohstoffe sind in Dollar notiert. Und dann sehen wir, dass die Kapitalmarktzinsen, ergo die Renditen für Staatsanleihen weiter steigen. Das bedeutet mit anderen Worten, Geld wird teurer, und all das ist jetzt nicht die optimale Voraussetzung für die wahnsinnige Hosse an den Aktienmärkten. Dafür halten die sich super. Die Frage ist nur, wie lange noch? Oder ist es so, dass Ölpreis, Renditen und Dollar wieder fallen? Dann wäre ja alles okay, aber das muss schon passieren, sonst ist es, glaube ich, auf Dauer nicht zu halten. Schauen wir uns die Dinge an. Saudi-Arabien verlängert die Produktionskürzung bis Ende Dezember. Der Ölpreis springt hoch. Die Saudis 1 Million Barrel, auch die Russen sind dabei mit 300.000 Barrel Produktionskürzung. Was passiert? Wir sehen den Ölpreis jetzt weit über 87 Dollar. WTI Öl Brent ist nur noch 9 Dollar von einer dreistelligen Zahl entfernt. Zero Hedge vermutet hier, okay, nämlich die USA, wir machen den Dollar zu unserer Waffe. Die OPEC Plus sagte, wir machen Öl zu unserer Waffe. Mal sehen, wer gewinnt. Ja, da könnte vielleicht sogar was dran sein. Und na klar, wenn jetzt die Ölpreise steigen oder der Ölpreis steigt, dann dürfte das bedeuten, höher für länger, gemeint sind die Zinsen, zumal eben die Reserven, die Ölreserven der Amerikaner immer weiter nach unten gegangen sind. Die sind jetzt auf dem tiefsten Stand seit 1983. Die können also jetzt nicht unbedingt aus ihren Reserven schöpfen, Ölreserven auf den Markt schmeißen, um den Preis zu drücken. Das wird jetzt schwierig. Gibt es da eine Allianz, wie dieser Twitter-Kommentar, nämlich Rodney Mika, vermutet, zwischen den BRICS und OPEC-Plus-Staaten mit den eher rechten Kräften innerhalb der USA schon in Sachen Wahlkampf? Fragezeichen, kann man nicht beantworten, ist Spekulation so oder so. Wir sehen das, und das ist für beiden ein Problem. Die Tankstellenpreise in den USA erstaunlich hoch sind für diese Saisonalität, denn normalerweise ist es so, dass im Frühsommer die Preise steigen in Erwartung der sogenannten Driving Season, also da, wo die Amerikaner viel Auto fahren, weil sie in den Urlaub fahren, weil sie viel reisen, da sind viele Feiertage und der ganze Amerika ist da auf der Straße unterwegs. Wir sehen aber, dass das jetzt nicht runterkommt, wie es normalerweise üblich ist. Das alles war jetzt vor den heutigen Ereignissen um das Öl. Ist der Durchschnittspreis in den USA für eine Gallone Sprit bei 3,81 Dollar. Das ist der höchste Stand seit 1994 laut Daten der American Automobile Association. Also, das macht Druck. Das wird dem Biden nicht gefallen. Das wird auch dem Jerome Powell nicht gefallen. Und hier sehen wir, dass Rohstoffe werden teurer. The higher commodities in Dollar goes, the higher the inflation. Wir sehen jetzt die Commodity Index letzte Woche schon 2,2% gestiegen, 12% seit Juni. Also da passiert was, das wird ein Thema, und wir sehen den Dollar eben steigen auf den höchsten Stand seit 6 Monaten, Euro-Dollar fast schon unter die 1,07 gefallen. Also das ist dann eben für Verschuldete ein Problem und für Länder, die auf Importe angewiesen sind, ein Problem. Und dass die Inflation nicht so schnell zurückgeht, das zeigte diese Grafik ganz gut. Hier wird mal ausgerechnet, was müsste passieren oder was passiert, wenn die Inflation zum Vormonat 0,1% steigt, 0,2%, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 und so weiter. Und wir sehen, es reicht alleine, wenn wir 0,2% steigen, und die Prognosen für die Zahlen jetzt, für die neuen Zahlen aus dem August, die am 13. September, also nächste Woche kommt, die liegen so 0,5, 0,6 derzeit. Also wenn es nur 0,2% steigen würde, dann wären wir Ende des Jahres wieder deutlich über der 4% Marke. Wenn es mehr wären, dann wären wir vielleicht über 5, im Extremfall sogar über 6%, eher unwahrscheinlich, aber wer weiß, was passiert. Also das Inflationsproblem, das bleibt, das
ist durch die Basiseffekte jetzt eben alleine schon bedingt, weil wir hatten den Inflationshochpunkt im letzten Jahr im Juli, dann ging es stückweise nach unten. Das heißt, die Latte wird immer tiefer gelegt im Vergleich zum Vorjahresmonat und manche springen dann eben, oder das Rüberspringen ist dann sehr, sehr einfach. Und dass die Inflation nicht wirklich vorbei ist, das hat heute Südkorea gezeigt, ein absoluter Frühindikator. Da ist die Inflation auch, wie in den USA, konstant rückläufig gewesen, lange Zeit. Jetzt sehen wir, dass die Inflation deutlich gestiegen ist im Vergleich zum Vormonat. Das muss nicht überall so sein, aber es ist wahrscheinlich schon eine Grundtendenz. Und jetzt sagt zum Beispiel Mester, die auf der hawkischen Seite der Fed ist, hat sich heute geäußert und gesagt, naja, das Risiko zu wenig zu machen gegen die Inflation ist höher als zu viel zu machen. Waller dagegen, der sagt, naja, wir können doch jetzt erstmal abwarten. Lass uns doch die Daten mal anschauen, vor allem jetzt die Inflationsdaten, die nächste Woche kommen. Außerdem sagte er, also die Zinskurve sei da, wo sie sein sollte und wir sehen, wie invertiert die ist. Also da hat er eine sehr spezielle Auffassung. However, wir sehen die Kapitalmarktzinsen, ergo die Renditen steigen. Wir waren heute schon über der Marke von 4,26%. 4,25 war das Hoch, das wir kürzlich gesehen hatten. Also praktisch eine wichtige Widerstandslinie. Ginge es da drüber, dann uiuiui, dann wird es schwierig für die Aktienmärkte. Wenn die Rendite davon abprallte, von diesem Widerstandsniveau, dann hätten sie nochmal eine Chance. Aber insgesamt gilt das, was Jeremy Grantham heute oder gestern in einem Interview gesagt hat, am Ende ist das Leben einfach, niedrige Zinsen, die treiben Vermögenspreise hoch, hohe Zinsen lassen die Vermögenspreise dann wieder fallen und Aktien sind Vermögenspreise, Immobilien sind Vermögenspreise, dementsprechend sehen wir ja am Immobilienmarkt ja durchaus schon den Druck, speziell hier in Europa, was die Immobilien betrifft. Und er sagt, wir werden wahrscheinlich jetzt in eine Ära kommen, in der eben die Zinsen höher sein werden als in den letzten Jahren durchschnittlich. Das ist, glaube ich, relativ wahrscheinlich. Aber gucken wir uns mal der Wall Street an. Was hat die gemacht? Wir sehen den Nasdaq 100 sogar im Plus. Wir sehen allerdings den Russell 2000, den Nebenwerteindex, deutlich im Minus mit 1,66%. Allerdings war der am Freitag auch relativ stark. Die anderen wenig verändert, die anderen Indizes. Dafür, dass das eigentlich ein ziemlich giftiger Cocktail ist für die Aktienmärkte, ist das schon sehr, sehr erstaunlich. Wir sehen, dass das vielleicht auch am Optionsmarkt liegen kann, denn 4.500 Punkte im S&P 500 und da sind wir knapp drüber. Das scheint man halten zu wollen. Hier ist wahnsinnig viel Open Interest. Wir hätten, wenn wir dann unter die 4.500er Marke fallen, einen sogenannten Gamma Flip. Das heißt, die Market Maker müssen sich dann auf die Unterseite absichern, müssten Underlyings verkaufen, müssten also Short gehen, um sich abzusichern. Deswegen scheint mir, wird an dieser Marke gekämpft und die Freunde der Rallye sagen, naja, guckst du, die Rezessionswahrscheinlichkeit, die ist doch praktisch nicht gegeben. 15%, Goldman Sachs hat jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür deutlich nochmal gesenkt. Man sagt, ein September-Fed-Hike ist off the table, also keine Zinsanhebung im September. Und Goldman dann auch weiter, naja, continue job gains, also Jobmarkt ist super stabil, deswegen wird der Konsument wird es rausholen. Ich bin gespannt, ob das passiert, ich wette auf das Gegenteil. Alleine schon die Student Loan Zurückzahlungen, die jetzt demnächst beginnen, werden den Konsum unter Druck bringen, gar keine Frage aus meiner Sicht. Und das Narrativ Soft Landing sehen wir bei Google. Wir haben ein neues Rekordhoch erreicht, jetzt bei Google suchen mit dem Begriff Soft Landing. Das ist meistens ein Kontraindikator. Wir haben ja auf der anderen Seite dann praktisch die Atlanta Fed, die so eine Art GDP Now Tracker hat, also praktisch wo das BIP mehr oder weniger in Realtime berechnet wird. Das steht bei 5,6% plus 5,6%. Die St. Louis Fed, die Gleiches tut, ist bei minus 0,7%. Also da ist man sich scheinbar nicht ganz einig, meine Damen und Herren. Aber wie es so um die Nachfrage aussieht, kann man vielleicht im Tech-Bereich mal sehen. Da hat jetzt Apple die 3-Nanometer-Orders von TSMC reduziert, und zwar relativ deutlich, von 80.000 bis 100.000 auf 50.000 bis 60.000 jetzt für dieses Quartal. Wie eine chinesische Seite, nämlich TechWeb, berichtet.
Und das deutet darauf hin, dass auch die nächsten Quartalszahlen von Apple ähnlich glorreich werden oder vielleicht noch glorreicher als die schwachen Zahlen, die wir zuletzt von Apple gesehen haben. Und China versucht jetzt dagegen anzugehen, dass die Amerikaner natürlich versuchen, den Aufstieg Chinas durch die Unterbindung von Chip-Lieferungen letztendlich zu bremsen, indem man jetzt 40 Milliarden Dollar in einen Staatsfonds steckt, um die lokale Chipindustrie zu pushen. Das hat man vorher schon mal versucht. Dann hat jede Kraut- und Rübenfirma irgendwie versucht, Chips zu produzieren. Die allermeisten mussten dann wieder eingestampft werden, war eine gigantische Geldvernichtungsmaschine. Mal sehen, ob sie es diesmal schlauer anstellen. Aber die Chinesen haben ein Riesenproblem mit den Chips. Die können die höherwertigen bisher nicht so richtig bauen. Und die Freunde von den Chinesen, das sind die Russen. Und hier hat sich ja Putin mit Erdogan getroffen und der hat gesagt, also dieser Getreidedeal mit der Ukraine, den könnte man wieder gültig stellen, wenn die Sanktionen gelockert werden und Russland wieder im SWIFT-System dabei sein darf. Das ist hochinteressant, SWIFT-System, da ist man ja raus. Also er fordert, dass die Sanktionen gelockert werden, zentraler Punkt SWIFT. Das zeigt, dass offenkundig die Sanktionen durchaus ja wehtun. Und gleichzeitig hat man gewarnt vor der Stationierung von Atombomben in Großbritannien, denn da gab es einen Bericht im Guardian, mit einer Terminologie, die darauf hindeutet, dass eben genau das geplant ist, nämlich amerikanische Atombomben auch in UK zu stationieren. Und wenn wir schon in UK sind, dann sehen wir hier mal einen Artikel aus dem Telegraph. Die Grünen in Deutschland sind die Rezessionsparty geworden, die Rezessionspartei geworden. Denn die machen es das Leben schwer für Businesses und für Consumers mit neuen Steuern. Mit Regulationen, all das wird streng reguliert, also so eine Art grüner Sozialismus, das fällt jetzt auch im Ausland auf und dann hat sich heute Scholz in München hingestellt bei der Automesse und gesagt, ja, die deutschen Autohersteller sollten die Asien-Konkurrenz nicht fürchten. Ich glaube, was die Autohersteller in Deutschland am meisten fürchten, sind die eigenen Politiker, würde ich mal vermuten. Zum Beispiel Habeck, zum Beispiel Faeser, die weitgehend von Wirtschaft keine Ahnung haben und dann da reummeandern und letztendlich hier eine Art Planwirtschaft installieren, die nicht funktionieren kann. Erstes Opfer, auch durch Eigenverschulden. Volkswagen hat ganz eigene Themen, aber ein Opfer davon ist Volkswagen. Volkswagen, die Aktie hat jetzt ein KGV bei 3, muss man sich mal vorstellen. Bei einer Dividendenrendite von 8%. Ist das ein Anlegertraum oder gibt es gute Gründe, warum Volkswagen so billig ist? Fragezeichen kann ich nicht beantworten, aber wir sehen, dass insgesamt hier immer mehr eingegriffen wird in die freie Wirtschaft, zum Beispiel bei stärkerer Inflation will jetzt die SPD, dass Mieten nicht sich anpassen können an die Inflation, sondern die nur auf maximal 2% per anno erhöht werden. Gleichzeitig zwingt das Heizungsgesetz Vermieter zu massiven Ausgaben für neue Heizungen. Das ist ja auch sozusagen, du darfst das nicht, du darfst. Ich habe jetzt nicht so fürchterlich viel Mitleid mit Vermittlern, gerade was jetzt, oder mit Vermietern genauer gesagt, gerade was jetzt möbliertes Wohnen betrifft. Das machen ja Vermieter, es ist der neueste Trick seit einigen Monaten oder Jahren, dass man vermietet, dass man möblierte Wohnungen zur Verfügung stellt, weil man da die Mieten deutlich stärker anheben kann. Aber es ist wirklich so, Hannes Müller schreibt hier, wie unattraktiv soll Vermieten in Deutschland noch werden? Die Eingriffe auf allen Ebenen sind nur noch absurd. Absurd, eine Prise von Sozialismus weht durch die Luft, bald ein Sturm, wenn der Trend anhält, ja. Leider ist das so. Und der nächste Preisschock, das kann man der Politik nicht verübeln, die ja gesagt hat, okay, wir senken mal die Mehrwertsteuer im Restaurantbereich, im Gastgewerbebereich. Das wird jetzt zurückgenommen ab Januar nächsten Jahres. Das dürfte einen Preisschock zur Folge haben für diejenigen, die essen gehen. Es ist eh schon sauteuer, auf Deutsch gesagt. Zu viert, wenn ich mit meiner Familie essen gehe, was ich nicht allzu oft mache, weil ich lieber selber koche, aber by the way, unter 100 Euro kannst du selbst in einem mittelmäßigen Restaurant zu viert nichts mehr reißen. Und wir haben heute die Erzeugerpreise aus der Eurozone bekommen, -7,6%, könnte man ja denken, alles schick in Sachen Inflation, die geht deutlich zurück, aber lässt man die Energiepreise weg, dann wären die Erzeugerpreise um 1,6% gestiegen, also wieder nach oben gegangen. Und was mit den Energiepreisen ist, das sehen wir derzeit ja bei Öl, die ziehen wieder saftig an. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen. Hans-Werner Sinn in einem Interview bei CNBC, Deutschland ist der kranke Mann Europas, die Amerikaner
haben zugehört und denken sich, die Deutschen sind schon ein bisschen komisch, oder? Irgendwie läuft bei denen was verkehrt. Das hat der Hans-Werner Sinn in diesem Interview nochmal wunderbar auf den Punkt gebracht. Erste Artikelempfehlung und Videoempfehlung, zweite Artikelempfehlung, S&P 500. Wehe, wenn man die besten 10 Tage des Jahres oder die besten 10 Tage innerhalb einiger Jahre verpasst, also da, wo starke Rallyes stattfinden. Aber wehe auch, wenn man in eine heftige Korrektur reinläuft, wenn man die 10 schlechtesten Tage als Langfristanleger eben erwischt. Aber letzteres wäre wahrscheinlich sogar die bessere Variante, wenn man es schaffen würde, da nicht investiert zu sein, wo die Märkte deutlich nach unten gehen. Denn die besten Tage gibt es in Bärenmärkten. Also wenn eigentlich die Tendenz nach unten geht, dann sehen wir massive Anstiege teilweise. Zweite Artikelempfehlung und die Saudis und die Russen, die kürzen den Ölpreis. Gestern hatten wir noch, oder hatte ich noch einen Artikel empfohlen, warum 100 Dollar Ölpreis gemeint ist. Brand durchaus jetzt wieder in Sicht ist und das scheint jetzt durchaus auch Wirklichkeit zu werden. Was da alles abläuft am Ölmarkt, das sehen Sie in diesem dritten Artikel. Also diese drei Artikelempfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.